Hey ihr Affen, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Meinungsvideo auf diesem Kanal. Die Sonne scheint, das Wetter ist heiß. Leute, was tut ihr gerade so? Ja, eigentlich sollte ich im Freibad chillen, aber ich mache hier ein Video für euch. Also Props an mich, Leute. Nee, also beginnen wir mal mit dem Thema, ne? Es geht ja um generell das aufmerksamkeitsgeile YouTube-Dasein. Grundsätzlich ist es ja so, nur wirklich durch Clickbaiting erreicht man eigentlich Klicks, weil es ja Clickbaiting heißt. Zunächst sollten wir mal erklären, was Clickbaiting überhaupt ist. Clickbaiting ist eigentlich in die Funnels rote Kreise, rote Pfeile zu machen oder Brüste oder so weiter. Oder in den Titel irgendwelche Wörter schreiben, die extrem anziehend auf irgendeinen User wirken, so dass er unbedingt das Video schauen muss. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und zum Beispiel auch in den Text irgendeinen Blödsinn reinschreiben von einem Video halt, die gar nicht stimmen. Zum Beispiel, Gronkh stirbt oder sowas. Wenn ihr also wirklich das Thumbnail, den Titel und die Text für Clickbaiting macht und auch die Beschreibung irgendwie, dann seid ihr extrem aufmerksam, ganz geile YouTuber, ne? Viel Spaß, ich meine, manchmal passiert das auch unterbewusst, ja. Dass man da automatisch irgendeinen Titel wählt, der klickgeil ist, ne? Aber Leute, es gibt YouTuber, die können einfach nichts, außer irgendwelche Pranks machen. Ich meine, ich kann ja auch nichts, aber darüber reden wir jetzt nicht, okay? Ich bin klein, ich darf das noch sagen. Aber es gibt YouTuber, die können wirklich gar nichts und machen dann einfach Clickbaiting und haben dann so 40.000 Aufrufe in ihre Videos, obwohl sie einen Scheißdreck können. Die laden dann einfach irgendwelche Pranks hoch, die einfach nur dumm sind und gescriptet sind. Ich meine, ich könnte jetzt jemanden verlinken, aber ich will ihm eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken. Ich meine, bei meiner Größe wäre das ja egal, aber trotzdem hätte er vielleicht ein oder zwei Abonnenten, danach mehr. Und da gab es einen Prank, da ging der eine zu der Wohnungstür und hatte so ein Ehrhorn. Und mit dem erschreckte er dann einfach, als er da rauskam aus seinem Zimmer, nachdem er angeläutet hatte. Und logischerweise holt der Typ natürlich sein Messer, das direkt in der Eingangshalle liegt. Und dann, ja, bedroht er ihn damit. Ich meine, wer bedroht nicht seinen fucking besten Freund mit einem Messer? Und wer hat nicht sein Messer vor der Eingangstür liegen? Also Leute, das ist Fake. Wie ihr schon seht. Also jetzt genau zu sagen, was jetzt wirklich meine Meinung zu diesem Thema ist, ist einfach, meine Meinung ist, wenn man mit Clickbaiting einfach nur zeigen will, dass sein Video einfach wirklich Qualität und einen guten Content hat, dann ist Clickbaiting völlig okay. Aber wenn Clickbaiting zur Routine wird und einfach nur genutzt wird, um Aufmerksamkeit zu generieren, obwohl man selbst keinen Content oder Quali bringt, dann weg damit. Also Leute, ihr versteht schon, meine Meinung zu Clickbaiting ist zweierseits. Und ja, wenn ihr derselben Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Die Affen-Community muss ja zusammenhalten, liebe Freunde. Okay, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.